Guten Tag und damit herzlich willkommen zu einer weiteren Folge GTA Online. In der letzten Folge hatten wir schon ein bisschen Trouble in GTA Town und ja, heute gibt's auch mehr Action! Hey Junge! Ja, heute gibt's noch ein bisschen mehr Action. Mit der schönen mobilen Kommandozentrale, richtig schön. Oder Einsatzzentrale oder wie auch immer man dieses schicke, geile Teil nennen mag. Und ja, heute gibt's mehr Action! Voll die Zerstörung, Alter! Hey! Der will immer bei dir einsteigen. Dann findet man den Truck halt cooler. Ich kann auch nichts dafür. Mir hat auch was in den hier gekauft. Ich fahr mal zu dem Molins 9. Molins 9. Okay. Oh, der war schön. Oh, was hat der Schönes? Oh, sorry. Oh, was ist denn das? Das ist ein Elektro. Der hat einen Tesseract. Das ist echt der Tesseract? Das sieht irgendwie so anders aus. Ja, das ist der Tesseract. Ja, steig bei ihm ein. Oh, ich habe eine dumme Idee. Ich habe eine dumme Idee. Kann man da drüber schanzen? Alter, es geht! Mit ein bisschen mehr Speed. Kann man da echt wunderschön drüber schanzen über den Tesseract. Schau mal kurz, ob ich einen finde, der eine hohe KD hat. Jo. Da ist ein Helikopterflieger vor uns. Achtung, ich sau's vorbei. Keiner? Okay, der Molins hat eine 2,6er KD, aber... ansonsten keiner. Was ist denn heute los? Soziale Leute in GTA gibt's ja gar nicht. Das gibt's nicht. Oh ja, Maverick! Ein Helikopter, wer ist denn der Helikopter? Da irgendwas. Oh, wir fahren mal zum Flughafen, Junge. Da ist voll viel Harakash da unten. Ja, die meinst du ganz lieder, ne? Ja. Avor! Freuen sich doch bestimmt, wenn zwei hilfsbereite LKW-Fahrer hier kommen. Ist halt echt so. Die Truckers vom Baggers. Gib Stoff, mein Freund. Gib mir doch. Dann hole ich sie dann ein. Ich hab die Scheiße nur noch nicht festgespackst. Es muss drücken im Gesicht. Oh. Ah Gott. Wollte ich gerade sagen, es war wegen knapp. Ja, jetzt habe ich Geschwindigkeit verloren. Dich an. Junge, hör auf! Ich habe extra abgebremst, dass ich dich heraushaut. Wow! Hast du das gesehen? Nee. Alter, ich habe mich gerade 180 Grad gedreht. Und ich häng fest. Soll ich kommen? Ja, nee, hab mich befreit. Okay, sonst wäre ich gekommen. So oben rum oder unten? Nee, ich bin jetzt unten, Einer ist im Parkhaus. Ich fahr auf die Einer fährt einen Shuttlebus. Ich fahr auf die Landefläche. Oh, das sollte nicht aufgehen, oder? Oi. Oh doch, das geht auf. Oi. Der kann doch nicht einfach mal die Schnauze rein. Er ist mir vor allem mal die Schnauze gerissen. Oh, sorry! Wer ist denn vor dir? Ein NPC oder? Oder was? Weil der ist oben auf dem Dach, ne? Ja, der snipet mich an. Da muss man aufpassen. Der hat mich angesniped. Hey! Ein Dodo! Hinterher! Den könnte man einholen. Oh ne, der schießt den an. Ich bin schneller als du! Oh, lol. Oh, der Polizeiwagen, der hat's auf dich abgesehen. Ist ja auch ein Spieler. Ja. Ey. Alter, was geht hier ab? Die drehen ja völlig ab. Ja. Gibt gleich mal einen Platten da.
Oh, er schießt auf mich. Ups! Ist er jetzt überfahren? Ja, der hat auf dich geschossen. Der Junge. Zum Flughafen. Oh, der schießt auch auf mich, oder? Er schießt auch auf mich! Hoppala! So kann man seine KD auch pushen, einfach überfahren. Ne? Ja. Das Ding ist, du musst dich echt nur ducken eigentlich, dann bist du halbwegs sehr sicher. Ja, da hast du einen Vorteil, bei mir hilft es nicht viel. Ja, bei mir aber auch nur minimal eigentlich. Das ist wieder. Ist es wieder ein Dodo? Dodo! Ne, das ist kein Dodo. Oh, da üben ist ein Chat! Was passiert? Oh! Ich brenne! Oh shit, jetzt bin ich Ghost Rider. Oh scheiße, da kommt Titan. Ich brenne! Das ist ein Titan! Ich brenne, oh shit! Hat er dich gerammt? Nein, ich hab mich vorher auf die Seiten gelegt. Oh gut, ich brenne nicht mehr. Bin auf Versehen in den Hier-Chat reingekracht und der ist explodiert. Also das war wirklich der ganz Titan ist verdammt nahe rein, der springt da falsch schon. Bin mal gespannt, was der jetzt mit der Titan da macht, weil der struggelt ganz schön. Oh, der stürzt ab. Sorry. Der wurde abgeschossen. Echt? Bei mir ist er voll abgestürzt. Der wurde abgeschossen. Hi Kevin. Den Flügel brauchst du bestimmt nicht. Oh. Alter. Ups. Ich wollte eigentlich den Flügel abreißen. Oh, was passiert, wenn man nur den Flügel abreißen will? Ich glaube, die sind ein bisschen aggro jetzt auf mich. Auf mich? Auf mich? Der schießt mich schon die ganze Zeit an, der wo rechts da steht. Ich glaube, den könnte ich jetzt gerade auf Versehen in die Luft gehen. Boah, jetzt muss ich trotzdem mal noch was testen. Ich will mal probieren. Ob ich mit meinen. Alter, warum schießt du mich an, Junge? Nur weil ich dich aus Versehen getötet hab. Ich will mal probieren, ob ich mit der genug Geschwindigkeit einen Titan schrotten kann. Also zur Explosion bringen kann, wenn ich mit voller Geschwindigkeit reinfahre. Nein, da passiert nichts. Warte, ich komme auch noch. Rast mal volle Kanne rein oder an den Flügel ran. Bei mir hat's nichts gewirkt. Oh, das waren zwei ineinander. Jetzt liegen zwei ineinander. Nee, das Ding ist scheiße robust. Es war noch einer! Oh, jetzt. Oh. Ah, schade, dass ich nichts Explosives hab. Das wäre ein schöner Feuerball. Oi, shit, ey. Push. Oh, sorry. Alter. Alter, willst du Stress? Alter. Alter, du willst ein Duell? Ein Duell. Hey, Schatten im Chat. Da ist ein Spieler drin. Nee, da ist keiner drin. Oder? Doch. Da rechts? Nee, das ist ein NPC-Chat. Sicher? Ja. Schau mal, da. Der steigt jetzt aus. Und jetzt rein hab ich. Eieiei, der Arme. Jetzt ist er ganz geschockt wegen dir. Könntest du mal schauen, ob du in so einen explosiven Tank reinfahren kannst, ohne drauf zu gehen? Das
Das stimmt. Aber das Ding ist, meiner ist halt schon extrem angehittet. Warte mal. Alter, das Ding ist echt. Ein. A wenig broken. A wenig broken. Vor allem meiner raucht halt nicht mehr. Da wurde ewig oft vom Deluxe so angeschossen. Dann bin ich so überall Explosion und na. Das Ding liegt ich immer. Sag, das Ding ist OP. Ja. Außer das Ding, das kann man natürlich nicht. Aber ich glaube, wir sind jetzt. Sind ja ein paar Leute geflohen hier vom Flugplatz. Ich glaub's auch irgendwie, ne? Ist ein bisschen leerer geworden. Aber nur ein bisschen. Leute sind noch. Sind noch viele da, aber. Ne? Haben alle die mitgekommen. Wenn hier plötzlich so zwei durchgeknallte mit ihren LKWs kommen. Ah, verpasst. Was ist da los? Wurde mein Bruder krankenhausreif geschlagen. Ah. Bis gleich. Mach ein krass Haarcash auf jeden Fall. Jetzt krieg ich dich. Jetzt krieg ich dich. Ah! Ha, willkommen. Warte mal, hier müsste doch noch ein Gastank sein. Ah ne, ja, da kann man nicht reinfahren. Schade. Da links ist noch einer und rechts ist noch einer. Rechts ist der komische da? Ui, der traut sich mal wieder raus. Oh, mich schießt er! Oh, Laser-Minigun, dein Ernst? Achso, das war die Laser-Minigun die ganze Zeit? Ich hab's nicht die ganze Zeit erkannt. Nee, die hat er jetzt erst ausgerüstet. Echt? Ja. Krasse Maschine hier. Abfahrt! Oh, Junge! Der hat angefangen! Ja, hab ich gesehen! Hab ich gesehen, das war alles legitim! Das Schöne ist, dass man am Flughafen hier kann man sich so richtig austoben. Alles schön geteert, kriegt man schön Geschwindigkeit drauf. Geschwindigkeit? Geschwindigkeit? Ach schade, ich wollte ihn eigentlich gerade mit dem Arsch wegrammen. So etwa. Ne, ich wollte mit dem Anhänger. So ein Slap. So richtig schön T-Back hinten so. Quatsch. da ist jetzt ein Chat da vorne. Na, den kann ich ja. Mann, ich wollte vorhin echt, wie er gestartet ist, der eine, wollte ich ihn so rammen, dass der Flügel abreißt. Aber leider. Der Flügel abreißt, Junge. Ja, das geht. Irgendwie geht's. Ist ja auch schon mal gemacht. Ja, jetzt habe ich den Flügel abgerissen. Das geht. Ohne dass das Flugzeug explodiert. Hm? Hopp, pack wieder deinen Laser drauf. Ich find's lustig, die Sterne blinken, Polizei sieht mich nicht. War es klar. Bei mir blinkt die noch nicht. Boah, ich dumme Idee. Vollgas. Ich hab die Idee. Hast du dieselbe? Wir haben dieselbe Idee. Whee! Oh, ein Dodo! Achtung! Ui! Alter! Den habe ich aber nur angestupst. Ja. Da ist noch einer. Aber einer. Oh, jetzt brennt wieder mein Rad vorne, aber. Sorry! Hey. LOL, du bist da oben gelandet!
Ja. Alter, das will ich jetzt auch schaffen. Abflug! Oh, shit. Alter, ich komme wieder runter. Schön stylisch. Ah, Mann. Bei mir hat es jetzt nicht so gut geklappt. Alter, ich stehe auf meinen Hörnern. Jetzt. Denkst du fest? Ah, jetzt. Nee. Jetzt bin ich raus. Was macht ihr in GTA? Wir holen zwei LKWs und haben Spaß. Noch mal ein bisschen mehr Anlauf. Ja. Also ich habe ein kleines Problem mit meinen, weil vorne ja die Schnauze so, ne? Ja, deiner ist vorne zu schwer. Ja. Also, aber vorhin hat es schön rübergejumpt. Nehmen wir vielleicht ein bisschen mehr Anlauf. Wir machen mal kurz die Sterne weg. Hast du Sterne noch? Ja, ich habe zwei Sterne. Ja, oh, vier Stück. Ja. Ich könnte fast rüberspringen. So. Vielleicht muss ich auch ein bisschen schräg drüber. Ich glaube, das ist das Geheimnis. Ja, wir kommen Meister. Wir schwimmen mit dem LKW auf dem Dach. Okay, keine Ahnung, für was man das gebrauchen kann, aber hey. No problem. Ja, wenn ich jetzt so ein bisschen so... Hey! Oh! Ah! Was kannst du eigentlich? Ich hab's fast geschafft, Junge. Hat zu wenig Geschwindigkeit. Ach, Mann. Da kommt noch einer, aber mit einem anderen LKW. Der hat den Phantom Patch. Hey! Komm ich jetzt hier eigentlich wieder runter? Aber ich glaube, der hält auch nicht so viel aus, ne? Der hält nicht so viel aus, richtig. So eine Ramme an den wäre aber irgendwie geil. Oh, das wäre... Das wäre unbalanced. Ja. Wie kommst du nur darauf? Ich weiß es nicht. Wo ist der Phantom Patch? Komm her da! Der hat echt einen Vorteil, den kann man echt nicht rammen. Nein, Junge, ramm mich nicht, ich will doch nur aufs Dach jumpen, ich will aufs Dach jumpen. Junge, nein. Und jetzt hier so seitlich rüber jump. Er kann aber auch... Yo! Zu weit! Ah, nee. Er hat versucht, so hoch. So. Geschafft! Ich komm auch mal. Hallo! Oh. Scheiße, nein! Zu weit! Nein! Oh! Warte nicht hoch, bis der andere kommt. Was macht ihr in eurer Freizeit? Auf Decker jumpen mit LKWs? Das schafft er normalerweise nicht. Seine Ramme bremst ihn. Aber ist besser, als ich gedacht hätte. Lol. Hui! Abfahrt! Ich lach, wenn du nicht mehr runterkommst. Doch, ich komme. Man kann ihn doch rammen, wenn er ein bisschen schräg trifft. Ja. Aber sobald man direkt irgendwie rankommt, hat er. Oder frontal. Hat er einen am Haken. Aber mit der Geschwindigkeit kann er halt überhaupt nicht mithalten. Weil er das nicht auftunen kann, glaube ich. Oder? Bisschen schon, aber nicht auf das, was die MOC hat. Weil der MOC ist ja darauf ausgelegt, die Geschwindigkeit von dem da mit Anhänger. Ja. Olle! Warte, stell mich mal so startrampentechnisch hin. Startrampentechnisch. Moment. Ich komm. Alter, das ist nicht fair. Halt nicht. Hilfe! Yes. Aber es ist ein bisschen ein anderer LKW als den du hast, ne? Hey, ja, derselbe. Das ist echt derselbe? Ist der Phantom. Schaut aber ein bisschen anders aus. Nur weil bei ihm halt die Ramme vorne dran ist, aber es ist genau dasselbe. Ja, stimmt jetzt. Als Vergleich. Stimmt. Naja, hier überall zerstörte Flugzeuge, alles. Oh. Sorry. Ich will ihn ja eigentlich in die Sprengdinger reinjagen. Wie viel hält denn der eigentlich aus? Ich glaube, der hält 10 Raketen aus. Aber ich glaube, weniger.
Gas. Also vorne an der Rampe hält er mehr aus. Er kann eigentlich auch nur bedingt viele Fahrzeuge rammen, bis er Damage kassiert, weil er kassiert Damage. Ja. Eieiei, hilf mir! Ich schieb ihn an, ich helf ihm noch. Hä? Der ist auch etwas komisch gelandet. Hilf mir! Junge! Hey. Raucht einer schon? Nee, ne? Ja, also, das wäre langsam mal eigentlich an der Zeit, dass meiner raucht so viele Sachen, wie ich gerammt hab. Junge, du kannst doch nicht hier kommen. Er will hochjumpen wieder, oder? Den gebe ich einen extra Boost. Schieß ihn hoch! Seine Ramme so. Verhindert. Oh. Du bist die Meldung gerade auf mein Gechart. Also ich komme mit jedem Fuß so hoch, ich weiß nicht, wo euer Problem liegt. Ne, also ich habe ja nur probiert, den hochzuschubsen. Also ich komme auch hoch. Seine Ramme knallt an das Geländer ran und dann hängt er fest. Bist du spitz? Wie die LKWs halt schon eingesteckt haben. Ja. Echt schon krass. Er hat nur einen besseren Wendekreis, das ist alles. Ja. Aber ansonsten? Auch vom RAM her. Wenn man den einkeilen, hat er keine Chance. Er brennt. Jetzt schon? Ja, seiner. Der raucht auch schon. Hei, hei, hei. Der hat ja echt nichts aus. Ja, der Rauch. Zerstöre ihn! Ja, mei doch! Ich habe ihn in der Klaue! Wenn du seitlich jetzt ran. Oh, nee, ich glaube, der ist schon kaputt. Er ist ausgestiegen. Alter, warum schießt du mich jetzt an? Junge, ich hatte dafür einen Freund. Du hast deinen LKW kaputt gemacht. Der geht bestimmt noch. So, er hat mich getötet. Kranker Mensch. Der macht meinen LKW kaputt. Ich hab seinen LKW auf ihn geschubst. Wie sieht's mit meinem LKW aus? Der lebt noch. Wo bist denn du jetzt? Naja, ich wurde außerhalb gespawnt, ist immer so. Hey, warum wurde der aber innerhalb gespawnt? Was, hey, da ist noch einer. Ja, der ist gerade gelandet. Ich hole dich ab. Dein LKW gibt's noch gut. Dir fehlt gar nichts. Ei, 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 au, oh, shit, ei, 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 ei. Da hat's mich nochmal auf die Hörner gehauen. Und ich denke mal, damit war es dann soweit auch von dieser wunderschönen Folge GTA Online. Heute nochmal mit einer schönen mobilen Kommandozentrale. Alter, das Ding ist wirklich so geil. Kauft euch einfach das Ding, das ist wirklich krass. Es ist mit Anhänger so schnell wie ein voll aufgetunter LKW, ne? Und Alter, das ist einfach so krass, das Ding. Und ohne Anhänger, ihr seht, ist das Ding zerstört es einfach, Sportwagen zerstört es einfach. So, mit Supersportwagen tut er sich schwer, aber Sportwagen und alles, was drunter ist, versenkt da einfach im Nichts. Und ja, ich denke dann, das war's auch soweit von diesem schönen Video. Von dem her, macht's gut, bis zum nächsten Mal. Ciao. Ui, nicht drehen. Ui, da habe ich ein bisschen mich verlenkt.